ganz herzlichen Dank an die Veranstalter. Es ist eine große Freude, heute bei Ihnen hier in Sachsen sein zu können. Ganz Deutschland blickt auf Sachsen in diesem Jahr, in diesem Wahljahr, auf das Zeichen, auf das Symbol, was Sie setzen werden Anfang September. Wir haben gerade schon gehört von der Flüchtlingssteuer, die jetzt sogar erwogen wird, das Thema, das wir im Innenausschuss Migration, Integration, die Zuwanderer ständig haben. Frau Merkel lässt sich im Ausland geradezu feiern dafür, für das, was sie Multilateralismus nennt, also eine Politik, die im Vorteil vieler Seiten ist, aber im Vorteil der einen Seite, das Unilaterale, wofür sie von ihrem Amtseid her eigentlich verpflichtet wäre, nämlich im Interesse Deutschlands zu handeln, seinen Nutzen zu mehren, Schaden von ihm zu wenden, das tut sie nicht. Was sie multilateral nennt, das ist in Wahrheit unilateral. Sie handelt natürlich ohne Mandat und Interesse anderer, aber niemand der anderen handelt eben reziprok dann im Interesse Deutschlands. Aber sie verkauft dieses ihr Programm, dieses leider einseitigen Altruismus als vorgebliche politische Tugend, so wird das dann immer nach außen marketingmäßig dargestellt. Sie will damit von den Wählern, speziell der jüngeren Generation, die Position der besseren Moral besetzen. Aber eine Haltung, die natürlich kein anderer der anderen Staatschefs, die ihrem eigenen Mandat treu sind, mitmacht. Wenn ein Herr Macron Europa sagt, dann meint er Frankreich. Merkels Mantra, nichts einseitig, nichts unabgestimmt, nichts zulasten Dritter, das heißt nichts anderes als alles zulasten Deutschlands. Das heißt, es gibt grundsätzlich keine Interessenwahrnehmung für Deutschland. Das, meine Damen und Herren, ist nichts anderes als Amtsmissbrauch. Das kann ich nicht. In Marrakesch das langfristig tödliche Dokument, den globalen Migrationspakt, unterzeichnet, unter Hinweis auf Deutschlands Rolle im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, die endgültige Preisgabe des deutschen Staats, Staatsgrenzen, Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsvermögen, Staatsrecht, das soll sein eine Art höhere, ja moralische Wiedergutmachung. Sie kannte die Protokolle der Verhandlungen über den Global Compact, die jetzt kürzlich, wenn auch teilweise geschwärzt, veröffentlicht worden sind. Sie weiß, dass die Forderungen der Migrationsstaaten über Gewohnheitsrecht erfüllt werden sollen. Aufnahmezwang für die hierher Zuwanderenden, Abschiebeverbot, das wurde dort gefordert, inklusive einer entsprechenden Zensur der Medien, lauter Freiheitsrechte der Einwanderer gegenüber dem deutschen Volk, dem hier ansässigen Staatsvolk. Meine Damen und Herren, so eine Politik schädigt die deutschen Interessen. Das nehmen wir nicht hin. Jahrzehntelang ausgeblendet werden und jetzt sollen diese selbst geschaffenen und zugelassenen Probleme durch neue, schlimmere Probleme gelöst werden. Das ist ideologischer Irrsinn. Wir fordern eine Politik, die von Anfang an und durchgehend vor allem auf deutsches Interesse ausgerichtet ist, und damit so eine Politik Wirklichkeit werden kann, kommt es jetzt auf uns alle, auf Sie alle an. Wie ich eingangs schon gesagt habe, ganz Deutschland erwartet jetzt noch einmal, dass der Osten des Landes, und da guckt man vor allem immer wieder nach Sachsen, ein Zeichen sendet, ihre geistige Unabhängigkeit und Souveränität, ihre Stärke gegenüber der medialen Indoktrination. Sie muss sich beweisen. Am 1.9. hier in Sachsen setzen Sie ein Zeichen, retten Sie das Vaterland. Glück auf für Ihre Landtagswahl. Ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank, Dr. Gloriot. Das tat richtig gut.